Sah's damals besser aus? Ja, nee, ist in Ordnung, komm. Hatet noch ein bisschen rum auf dem Aussehen, dass ich damals besser aussah, damals wahrscheinlich auch lustiger gewesen bin, damals auch wahrscheinlich ehrlicher gewesen bin, damals war einfach wahrscheinlich alles besser und Hauptsache jetzt ist es alles beschissen, oder? Seht ihr dieses Insekt hier an der Wand? Na, mein Kleiner, was willst denn du hier? Was willst denn du hier? Es ist einfach mal ein Insekt. So, was macht man mit Insekten? Ganz, ganz, ganz einfach, man lässt die frei. Ja? Das war mir schon immer eine wichtige Sache. Man nimmt hier zum Beispiel diesen Tee, ja, und das Insekt ergreift direkt die Möglichkeit, hier bei diesem Tee zuzuschlagen und in das Teegefäß hineinzugehen. So, was tut man jetzt, nachdem das Insekt in das Gefäß hineingegangen ist? Ihr seht, das Insekt ist genau hier. Jetzt macht man das Fenster auf. Ich glaube, das Insekt hat nicht überlebt. Naja, egal. Nee, ich glaube, das Insekt hat sie überlebt. Nee, alles gut. Insekt hat sie überlebt, ja. Junge, streich mal die Wand. Nee, Digga, mach du das doch einfach bitte für mich. Ja, ich habe hier keine Zeit. Muss Business machen. Viele, viele wichtige Business-Termine, weswegen ich hier leider nicht die Zeit habe, das Zimmer zu streichen. Ja. Nee, werde ich mein Office hier wahrscheinlich tatsächlich umbauen. Ich werde alles ändern. Ich werde alles ändern. Hier kommt ein komplett neues Setup wahrscheinlich rein. Komplett neues Streaming-Setup. Mit Dingen, die auch extra für den Livestream ausgelegt sind. Das heißt, damit ihr zu Hause euch noch mehr darüber abfacken könnt, was für ein räudiger Bastard ich bin. Ja? Ich habe noch eine andere Sache, die würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Und zwar, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich bin jemand, der sich generell darüber abfuckt, dass das Wetter in Deutschland so eine Missgeburt ist. Ja? Was würdet ihr davon halten? So zwischen 8 und 12 Influencer, Streamer, YouTuber, die hier aus dem Kreis sind. Über die Wintermonate, 2 bis 3 Monate, sage ich jetzt einfach mal 3 Monate, Januar bis März. Zusammen irgendwo in LA oder sowas ein Haus mieten würden, um von dort Content zu machen. Livestreams, eine ganz wilde Mischung. Also ich würde da so jemand sehen wie zum Beispiel Sascha, Latten Daddy, Danny, vielleicht Revi, Honey Poo, Elena, paar Chayas müssen auch mit dabei sein. So ein bisschen klassenfahrtmäßig, wisst ihr, wie ich meine? Ich muss euch ehrlich sagen, das wäre für mich das Allerallergeilste für die Wintermonate. Wenn man das hinbekommen würde. Ich werde jetzt mal in nächster Zeit mal ein bisschen anklopfen bei den Leuten, ob die da Bock drauf hätten. Aber ich glaube, dass es nicht nur für den Geist und die Seele gut wäre, im Winter hier aus dem schlechten Wetter mal dorthin zu gehen, sondern ich glaube, es wäre auch ganz geil für den Content, dass man einfach richtig geile Videos zusammen dreht, geile Zeit miteinander hat, cool auch fürs Livestream und so. Ich glaube, es könnte schon sehr wild werden. Okay, Mann, naja, ich hätte das so Bock drauf. Es wäre ein richtiger Traum für mich, das zu machen, Mann. Ein richtiger, richtiger Traum für mich. Revi bitte nicht fragen. Ja, doch, man braucht auch einen Nervigen, der dabei ist. Ah ne, Moment mal, das bin ja schon ich. Es gibt Leute, die sind generell eher, die nicht so viel essen. Gibt Leute, die essen weniger. Leute, die essen mehr. Und jetzt gibt's jemanden, der hat Hunger. Der hat richtig Hunger. Der hat richtig, 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 richtig Hunger. Und der Kollege, von dem wir das Video anschauen, ist kein geringerer als Hugo. Kein Fall Mitglied werden, nur Abzocke. Wenn Monte eine Frau sieht. Oh, guck mal da rechts, Memo. Ja, lauf, lauf, lauf. Hä, ist die nackt? Warum ist sie nackt? Oh, Monte in GTA Roleplay. Das ist ja ganz übel. Ich habe ein Video gesehen mit Oliver Pocher und der Anne Wünsch. Und dann ist mir eingefallen, dass es von der ja Nudes gibt. Und da wollte ich mir die halt einfach angucken, Digga. Ihr entscheidet. Echt jetzt? Ja, muss ich nachher noch mal ein bisschen genauer durchgucken. Wer gewinnt die Talentshow? 3, 2, Florian ist vorne! Wir haben Menschen, Florian! Oh mein Gott! Safe der schönste Tag in Florians in Leben. Der Sekunde gewinnt Florian! Nein, Isaac gewinnt doch!
Toll gemacht, Knossi. Jetzt hat Florian den Salat. Ah, natürlich. Check aus. Nope. Hühnchen. Also du hast mich so hochgenommen. Was hat die Rolle eigentlich für einen Billo-Stuhl gegeben, während sein Stuhl sogar Räder hat? Bruder, kritisch. Ich wette, Leroy ist mit dem Ding sogar schneller als Kevin, wenn er rennt. Entspannt mit den Homies im Discord chillen. Nein, nein, so viel Witz muss sein. Das war, Lina, da bist du ein richtiges Moralapostel. Solche Jokes sind lustig. Und darüber sollte man auch lachen. Wie oft habe ich jetzt gesagt, ihr sollt nicht dauernd durcheinander reden? Ihr seid alle in der Höhle aufgewachsen, ohne Eltern und ohne Erziehung, oder wie? Spielt eigentlich einer von euch Killing Floor? Wie bitte? Ist das jetzt dein Ernst, du Hurensohn? Killing Floor. Memos wunderschöner Suchverlauf. Was hast du denn bei YouPorn gesucht, Digga? Hey, ich find's richtig unangenehm, anderen Leuten mein Handy zu geben, irgendwie manchmal. Mittlerweile muss man ehrlich sagen, man hat so viele Dinge auf seinem Handy, wo man sich so denkt, oh Mann. Das sollten jetzt nicht unbedingt die anderen mitbekommen, Alter. Deine Insta-DMs. Ey, ohne Witz, wenn jemand meine Insta-DMs lesen würde, das kannst du eigentlich echt keinem erzählen. Das darf man nie eigentlich jemandem zeigen. Das ist echt krass, was man mittlerweile alles auf seinem Handy hat. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Komm ruhig hoch. Ja, ist unangenehm, ne? Aber leider. Gib Check. No. Das ist da. Mist, das war cringe. Auch immer wieder schön zu sehen, was es da dann für schönen Content auf Twitch gibt. Also wirklich, das ist Qualitätscontent, den ich auch auf Twitch sehen möchte. Moin. What the fuck? Ehrenbruder. Ist eigentlich nicht so, gar nicht so schlecht eigentlich. Der Holle brät sich leck. Spaß, nein, ist ein Witz. Aber man muss wirklich sagen, es ist eine Kategorie, die da benutzt wird, um solche Streams zu machen. Die sind, es ist wie so ein bisschen Fuck the System mäßig, wisst ihr, wie ich meine? Es ist ein bisschen so Fuck the System mäßig, wisst ihr, wie ich meine? Es ist so ein bisschen so Fuck the System mäßig, wisst ihr, wie ich meine? Alles klar. Leckeres Frühstücks-iPad. Da kannst du auch richtig krank viel Geld ausgeben. Ah, nein, ich bin ein Idiot! Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Ey, also. Okay. Upsala. Ey, jetzt werde ich angerufen von diesem Hurensohn. Revi, was geht? Straßenverkehr mit Elias. Was denn? Nee, du? Hey, fahr doch einfach vorbei. Ich komm nicht vorbei. Ich doch auch nicht. Ich mache eine Präsentation. Ah, Digga, Elli, bester Mann. Bin ich in der Schule, bekomme ich ein Abschlussvideo für die Präsentation. Ja. Tut mir leid, dass die Präsentation so scheiße war. Danke fürs Zuhören. Die machen sowas, weißt du? Ist das deine Freundin? Komm. Alicia Joester! Hä, was? Ist das ein Duft? Lass dich nicht ärgern, Henke, du bist sehr männlich. Ich hab ne. Alter, Alicia, einfach mal. Aber mal einen miesen Front rausgehauen. Plattenkiste, wenn ihr eine braucht. Ey, ich habe einen TikTok von Isa gesehen. Da muss ich euch ehrlich sagen, also ich habe jetzt nicht danach gesucht, es wurde mir auf meiner Startseite angezeigt. Wartet ganz kurz. Und ich musste mir das wirklich mehrere Male angucken, weil das war wirklich extrem krass. Guckt euch das mal an, wartet. Da wird jetzt auch Sascha gerne bei dir zugucken bei dem TikTok.
Aber man muss auch dazu sagen, das Lied ist brutal nice, ne? Also wirklich, da hat es mich komplett, da bin ich kurz, das TikTok habe ich bestimmt 20 Mal hintereinander angeguckt. Keine Ahnung warum, aber es war einfach nice. Man hat es sich einfach gerne angeguckt. Und ist natürlich geliked wegen dem Lied, ja klar. Brustwarze mit 2 Euro, freue mich schon heute Abend von dir gestreichelt zu werden. Carsten reagiert auf feuriger Humor. Alles gut bei der Bruder? Yo, hallo, ich grüße euch, ihr kennt mich wahrscheinlich. Offensichtlich nicht. Alter, bei Carsten schiebt's ja ganz anders. Alarm! Alarm, übelst die Maschine am Start. Digga, eine geiler als die andere. Und Bruder und er mit Sascha Huber am Start. Danny, lass eine Wette machen. Ich sag, heute ist der Tag gekommen, an dem ich treffe. Ja, du wirst eh nicht treffen. Und was wetten wir? Was kann man wetten? Nuggets. Der Vegetarier macht sich auf den Weg zu seinen Nuggets. Weisheiten mit dem Rentner. XXL-Version. Also ein Arschbohrer muss schon, Digga, wenn kein Arschbohrer, Bruder, dann auch keine Frau. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage. Ihr dürft als Mann auch dazu stehen, wenn euch das gefällt, wenn ihr euch selber am Arschloch rumspielt. Das ist nichts verwerflich. Was noch was sagen? Die Bühne ist deine. Oh ja, interessant, okay, cool. Noch irgendwas dazu sagen? Sind wir mal ganz offen und ehrlich, ich bin halt einfach jetzt schon 33. Ja, Running Gag hin und her, Bruder, aber ich bin halt 33 und 88er Baujahr, jetzt ist raus. Ich bin hier mit dem berühmtesten Jetzt ist es raus. Aber krass, Alter, dass Montes sich einfach am Arsch noch rumspielt. Chilliger Typ auf jeden Fall. Stapler Deutschlands. Ich bin übrigens alles andere als ein Hochstapler, jetzt mal unter uns und privat gesprochen. Scheiß Hochstapler. Edgy Badge Wichser, ich f*** ihre. Wichser ist nicht meine Sprache, ja? Das ist meine Sprache. Und Sie sind einfach ein Hochstapler. Ich bin kein Hochstapler, pass mir auf. Diese Begrifflichkeit, die stört mich sehr und darauf gebe ich Ihnen jetzt... Hochstapler. Kommen wir nicht weiter. Hochstapler. Hochstapler. Also, Sie wurden ja verurteilt, Sie haben ja Urkunden gefälscht und Sie sind einfach ein Hochstapler. Dieser Effekt, der Tim seinen Kopf so groß macht. Immer nicht, das ist eine Frage der Erziehung. Hochstapler. Seien Sie mal ein bisschen diskret und höflich. Edgy Sie sind der beste Hochstapler Deutschlands. Kommen Sie, pass hier auf, das ist... Nee. Doch. Die sind so dumm, dass sie mir nicht entfernt das Wasser reichen können und mich total langweilen. Beschissener. Ich muss sagen, ich finde es richtig geil, dass Tim da mal seinen Podcast-Gast auch mal ein bisschen in die Mangel genommen hat und da auch mal die Luft ein bisschen dicker wurde. Ich muss sagen, das fand ich sehr, sehr nice. Hochstapler. Lass uns mich doch mal ausreden. Hochstapler. Verstehen Sie, das bringt mich sehr aus dem Konzept, wenn Hochstapler. Ich so kompliziertere Sachen erklären muss. Hochstapler. Mal, wenn es permanent unterbrochen. Hochstapler. Habe ich Sie gerade unterbrochen? Ja. Merken Sie das gerne. Nicht leise und ich höre zu. Ja, also Sie Hochstapler, Hochstapler. Hochstapler. Hier der Herr Postel, der ist ein ganz schöner Playboy. Der hat hier die ganzen Staatsanwältinnen und die Richterinnen der Reihe nach. Komm, Sie, pass hier auf, das ist... Nee. Ja, aber jetzt mal... No shit. Ich frage mich einfach nur, wie ein Gerd Postel diese Frauen verführt hat. Was? Ich meine, was Sie da für Schweinereien mit denen anstellen... Das werde ich öffentlich nicht mitteilen, weil das die Öffentlichkeit gar nichts angeht. Ey, Digga, Tim manchmal mit seiner Art und Weise, die Dinge so richtig offen anzusprechen, aber auf so eine offene, unangenehme Art und Weise, das ist bei dem, da hat man bei dem richtig den Trigger getroffen, Alter. Monster und ich sind so. Ich bin ja noch im Hinblick auf. Also, ich finde, also, es ist eine
Möglichkeit, du musst krank sein. Stellen Sie doch Ihre Frage. Wie bitte? Stellen Sie doch Ihre Frage. Nee, ich erkläre doch gerade. Alter, sehr krass geschnitten, sehr, sehr krass geschnitten. Das ist unser Hugo halt einfach, ne? Unser Hugo, einfach mal wieder unser Hugo. Ist einfach unser Hugo.